So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, für euch ein Tag, für mich natürlich wieder nur wenige Sekunden. Einmal 8 und einmal 7 auf meinem Nummern. Ach, wie auch immer. Auf meinem Nummernblock gedrückt. Und schon sind wir in der nächsten Folge. Wir werden jetzt helfen, ihm seine Stimme wieder zu finden. Bist du der stumme Druide? Offensichtlich. Oh ja, dumme Frage. Und nun? Mit Reden kommen wir hier nicht weiter. Bis dann. Mit Reden komme ich hier nicht weiter. Vielleicht sagt er was, wenn ich sein Feuer lösche. Damit lässt sich viel Lärm machen. Vielleicht sollte ich sie gegeneinander schlagen, wenn er schläft. Probieren wir erstmal das Feuer aus. Hat er mir jetzt den Mittelfinger gezeigt? Junge, was ist mit ihm denn nicht richtig? Nochmal vielleicht? Ein Hornissennest soll therapeutische Wirkung haben. Als Schocktherapie zum Beispiel. Junge, der ist aber sauer. Junge, er zeigt mir jedes Mal den Mittelfinger. Mit Reden kommen wir hier nicht weiter. Er gibt sich aber Mühe. Bis dann. Verpiss dich endlich, du! Oh nein! Mein Schweigegelübde! Alles umsonst! 3 Jahre! 3 Jahre lang kein einziges Wort! Keinen Piep! Bis heute! Du hast mich dazu gebracht, mein Gelübde zu brechen. Zufrieden? Ja. Tut mir leid, bin reingelegt worden. Tut mir leid, ich bin reingelegt worden. Ich dachte... Buhuhuhu, mein tiefstes Mitleid. Jetzt geh mir aus den Augen, du Idiot. Pass auf, gib mir einfach die Gewinnkarte und dann hau ab, ja? Mr. Druide, wir haben einen... Ha, ich habe ihn bis hier drüben klar und deutlich gehört. Gute Arbeit, Hexer. Deine Belohnung, wie versprochen. Ich werde nicht gern zum Narren gehalten, vergiss das nicht. Sonst wirst du nächstes Mal sprachlos sein. Gut. Jetzt muss ich ja also irgendeine Gewinnkarte bekommen haben. 75 Erfahrungspunkte. Nehme ich natürlich auch in Herzen gern. Krass. Warte mal, hier gewinnt Kartensatz. Was haben wir denn schon für... Oh, ich hab's. Sultan. Hammerhart, Alter. Neckar. Aber sonst habe ich hier noch nicht allzu viele, hä? Ne. Was haben wir hier Feines? Gutes Wetter.
Oh, Ingenieur und Feuerskorpion, nett. Wir haben inzwischen schon tatsächlich recht starke Karten, ne? Das ist nicht eine von den starken Karten, die wir gefunden haben? Vielleicht können wir uns doch am Ende des Games, wenn wir viele... Alter, der ist ja strong. Und Sigismund Dijkstra, perfekt. Vielleicht können wir uns ja doch eines Tages mal in die Gefilde des Gewinnspiels einarbeiten. Ja, das können wir vielleicht... Oh, auch schöne Karten. 10 Angriff ist sehr viel. I like that. Oh, Sultan auch nochmal hier. Okay. Der Hagenscheinmützler. Ja, warum nicht, ne? Ich meine, können wir mal probieren. Ich meine, wir schauen mal. So, dann haben wir Nebenquests. Haben wir noch irgendwas? Siege Mäuse. Achso, das ist wieder gewinnt. Nein, wollen wir nicht. Fliegende Post können wir noch nicht. Ruhe einsetzen. Nein. Dann haben wir noch Hexeraufträge. Skellige. Hier, das Phantom von Eldberg. Wo ist denn das? Da unten. Apion. Okay. Gehen wir Hexeraufträge machen. Wir haben einen bisschen Fall haben wir ja noch nicht. Wir können ja auf jeden Fall hier problemfrei noch ein paar. Oh, hier ist auch noch eine Nebenquest. Du wirst ja nicht jünger gewesen. Du musst dein Wissen weitergeben. Ich bin keine Forelle, die zum Leichen schwimmen muss. Hexer? Du und das aus mir passen. Hallo. Lass mich in Ruhe, klar. Folge dem Druiden nach wohin? Wo ist das? Ist das arschweit weg? Ist das hier unten? Oder da? Oder was? Mal gucken, wo er hingeht. Ich muss mit ihm reden. Ja? Was willst du? Ich soll dem gar nicht folgen, ich soll den fragen. Der nette Alte, mit dem du gesprochen hast. Wer war das? Er gehört zu unserem Kreis. Dremist. Ein großer Alchemist. Und ein elender Sturkopf. Nun, ich hatte bisher viel mit Zauberinnen zu tun. Und ich weiß, je größer das Wissen, desto größer die Arroganz. Aber Zauberinnen nehmen doch Lehrlinge auf, oder? Grimist nicht. Er hat so viele Rezepte im Kopf, weiß so viele Möglichkeiten, tödliche Gifte zu absorbieren. Aber er nimmt sein Wissen lieber mit ins Grab, statt es weiterzugeben. Das geht ja mal gar nicht. Denkst du, er wird es an mich weitergeben? Macht er vielleicht eine Ausnahme und gibt sein Wissen an mich weiter? Das ist so wahrscheinlich, als sprösse hier ein Mistelzweig. Fangen wir nochmal. Kunde. Ich will mit dir reden. Aber ich nicht mit dir. Hau ab, du störst mich. Würdest du mir alles über die Alchemie beibringen? Ich möchte, dass du dein Wissen mit mir teilst, mir alles über die Alchemie beibringst. Du? Mein Lehrling? Das ist absurd. Wenn du schon dabei bist, warum fragst du nicht Udalrika, was Spikarok mit dir teilen will? Ich meine es ernst. Wirklich? Dass ich nicht lache. Ich habe mein ganzes Leben der Alchemie verschrieben. Ich habe Tage und Nächte mit Destillierkolben verbracht, die fast an Dämpfen erstickt, hab meine Haut mit Säure verätzt. Wenn du also denkst, dass ich dir verrate, was ich durch jahrelange harte Arbeit gelernt habe, wirst du dich sehr sogar. Kann ich dich irgendwie überzeugen? Kann ich dich irgendwie überzeugen? Götter, du bist so listig wie eine Stechmücke vor dem Sturm. Allerdings bereite ich gerade ein schwieriges Ritual vor, deshalb könnte ich Hilfe gebrauchen. Deine. Wenn du 3 Dinge für mich tust, nehme ich dich als Lehrling auf. Okay. Sieh mal einer an. Es gibt also doch einen Weg. Komm runter von deinem hohen Ross und hör zu. Erstens musst du mir Gauchheil aus dem Moorskogenwald bringen. Zweitens brauche ich eine Flasche Alkohol aus der alten Distillerie vom Hagelhügel. Und drittens musst du Frithjof überzeugen, mir beim Ritual zu helfen. Ist wie ich, Druide. Du findest ihn in der Nähe von Blandare. Ich glaube,
Er ist wegen einer Einfuhrsache dort. Und? Hilfst du mir? Yes, Sir. Ich helfe dir. Na schön, ich helfe dir. Aber dieses Ritual, worum geht es da? Wenn du mein Lehrling sein willst, darfst du keine Fragen stellen. Ich entscheide, was ich dir sage und wann du was zu tun hast. Jetzt geh, bevor ich noch meine Meinung ändere. Okay. Ein sehr zuvorkommender Mensch, muss ich sagen. So, wo müssen wir denn überall hin? Ach, guck mal. Das eine ist hier. Das andere ist da unten und... Boah. Ich weiß nicht. Also ich würde tatsächlich vorschlagen, wir gehen erstmal, bevor wir das jetzt machen. Das ist ja auch Level 24, oder können wir aber trotzdem... Machen wir jetzt erstmal hier die Hexeraufträge. Das ist jetzt das allererste, was ich vorhab. Ich möchte erstmal ein paar Hexeraufträge noch machen, bevor wir uns jetzt hier weiter damit befassen. Denn Hexeraufträge geben mir mal gut XP. Apropos, warte mal, wir haben doch... Wir haben doch bei Dings von Krach an Krell haben wir doch neue Sachen gekriegt. Guck mal, das hier zum Beispiel. Die macht auch 6 bis 8 Schaden, aber die ist besser. Viel besser. Was ist das? Das ist leider schlechter. Viel schlechter als das, was ich habe. Das auch. Und das ist besser. Silberschwert. Macht Kälteschaden und muss sagen, das gefällt mir besser. Das muss ich nur einmal ein bisschen reparieren. Kann ich hier gar nicht. Das da, ne? Jawohl. Dann wird das jetzt einmal repariert. Dann haben wir nämlich hier einmal 20 Rüstungsdurchbohrungen. Kommt da drauf. Dann haben wir hier einmal 5% Chance auf Taumeln. Und hatte ich nicht noch Angriffskraft? Nee. Na, scheinbar nicht mehr. Dann kommt hier einfach 3% Chance auf Bluten noch drauf. Und der Rest ist schlechter als das, was ich habe. Super. Ein paar neue tolle Sachen gefunden. Gefällt mir. Ach du Scheiße. Ach, dieser Gestank. Bald können wir dann nach Novigrad gehen, die ganzen Fragezeichen abholen. Weil da kriegen wir mit Sicherheit auch nochmal ein paar brauchbare Gegenstände. Warum ich jetzt allerdings mit der Druckwelle kämpfe und nicht mit Igni, weiß auch wieder kein Mensch. Ah, und ich habe einen Fähigkeitspunkt. Der muss natürlich auch sofort verwurstet werden. Und zwar hier drin. Bam. 95% und von 75 auf 100%. Wirkdauer des Tranks plus 25%. Ey, das ist halt geil, ne? Dass die Tränke jetzt nochmal erhöhte Wirkdauer haben. Das ist halt auch richtig geil. Oh, was haben wir hier wieder für Viecher? Oh, mal. Noch mal einen Abgang hier. Schneller! Noch ein Vogel hier. Na, schrei du mal hier rum. Hilft auch nichts, dass du jetzt tot bist. Der ist dead, der Tönnis. So. Na gut. Sprich mit den Zeugen der Angriffe. Machen wir. Los auf, Weißer. Da. Lehrling des Bootsbaus. Stimmt's. Ich habe gehört, dass du auf dem Boot warst, das die Ertrunkenen angegriffen haben. Ja, das stimmt. Mit Ulf, meinem Cousin. Wir haben die Krabbenfallen von den Kiera-Klippen geholt. Ulf zog an einer Leine, es ging schwer. Ich dachte schon, toll, der Käfig muss voll sein, klasse Fang. Er hat was zurückgezogen, nach unten. Ein Ruck. Und Ulf war verschwunden.
Ich habe ihn gerufen. Einmal, zweimal, dreimal. Dann wurde das Wasser rot. Und ich roch etwas Furchtbares, Verrottetes. Noch schlimmer. Und die Muire Djeblin warfen das Boot um. Ich weiß nicht mal, wie ich es an Land geschafft habe. Freya muss über mich gewacht haben. Das oder die Monster waren schon satt. Danke für die Geschichte. Okay, dann sprechen wir nochmal mit dem anderen. Wo kann das überhaupt sein? Muss ich da mit dem Boot rausfahren? Nee, das ist hier. Okay. Sprechen wir mal mit dem anderen gerade. Bist du Tove? Ich habe gehört, dass Ertrunkene deinen Mann getötet haben. Da hast du richtig gehört. Erst haben sie meinen Sohn geholt. Dann meinen Mann. Jetzt bin nur noch ich da. Oh, eine einsame Witwe. Unser Sohn ist nicht vom Fischen zurückgekehrt. Mein Mann ist jeden Abend zu den Kira-Klippen raus, um nach dem Boot zu gucken. Ich habe ihm gesagt, dass er ihn nicht wieder lebendig machen kann und dass er sein eigenes Leben riskiert. Wir hatten von den Ertrunkenen gehört. Aber er konnte nicht stillsitzen. Nahm seinen alten Mantel und ging. Na gut. Eines Abends ist er nicht heimgekommen. Ich habe meinen Bruder geholt und eine Fackel. Dann sind wir ihn suchen gegangen. Die Muire Djeblin. Die Meerteufel. Sie hatten ihn so übel zugerichtet, dass ich ihn nur am Mantel erkannt habe. Schlechter Trost, das weiß ich, aber das Ertrunkenenproblem seid ihr bald los. Versprochen. Lebt wohl. Okay, dann gehen wir mal gucken. Ertrunkene sind ja jetzt nicht so die Herausforderung. Aber ich habe hier mehrere Gebiete, ne? Ah, da. Zwei Gebiete sind das. Na gut, dann gucken wir mal. Dann schauen wir noch mal, was wir hier finden können. Da sind sie doch schon. Guten Tag. Hey, Motherfucker. Oh, ich habe keine Armbrust mehr ausgerüstet. Nicht schlecht. Besserter Waldkauz. Meisterlich gefährlicher Rennwürfel. Interessant. Wir sollten uns mal heilen. Also hier lag doch eben noch einer, ne? Da. Der Gestank. Das sind Ertrunkene. Das Nest muss in der Nähe sein. Ich glaube, ich weiß sogar, wo es ist. Da denn euer Nest, ihr lieben Ertrunkenen? Unten, wa? Hier? Kann hier tauchen gehen, oder was? Naja, tatsächlich kann man. Na gut, dann schauen wir doch mal. Du siehst hier actually auch gar nichts, ne? Moment, da habe ich doch was gegen. Wo ist sie denn? Nein. Nein. Auch nicht. Auch nicht. Nee, hä? Da. So. Geh mal hier im Auge machen, mal ein bisschen. Ist ja viel zu dunkel, du siehst ja gar nichts. Na, guck mal einer an. Das ist doch schon viel besser.
Schon wieder dieser Gestank. Schleim und verrottender Fisch. Ja. Oh, noch mehr Getrunkene. Okay, ich stehe hier irgendwie im Gift. Okay. Ich kann mir schwer vorstellen, dass das ein Monsterlager, aber sicher nicht das eines Ertrunkenen. Kehlkopf zerstört, erwürgt. Druckstellen am Hals, Kehlkopf zerstört, erwürgt. Ja, hierzu? Fast unberührt, für später versteckt. Ertrunkene tun sowas nicht. Bootsreste, zerrissene Segel, Leinen. Seglerdekor, könnte man denken. Der Gestank, die Spuren an den Leichen, das muss das Lager eines Wasserweibs sein. Die haben einen guten Geruchssinn. Sie wird nicht wiederkommen, solange ich hier bin. Das heißt, sie lebt ja mit Ertrunkenen zusammen. Vielleicht kann ich mir aus deren Drüsen einen Extrakt zubereiten und meinen Geruch damit überdecken. Okay. Da. Das da, ne? Das habe ich jetzt neu gemacht. Ungreifen hängt den Hexer nicht an. Oh, das ist ja praktisch. Dann werfen wir uns den Scheiß mal ein. Das müsste reichen. Und jetzt auf die Lauer gelegt. Hinter den Booten. Das ist sehr praktisch, wenn man irgendwie durch einen Sumpf oder sowas latscht, dass der Trunk einem nicht die ganze Zeit auf den Sack gehen. Die ist da. Dann wollen wir doch mal. Hallöchen. Scheiße. Eieiei. Hallo. Meine Güte, ey. Ey, entspannt euch mal, Jungs. Du bist auch auf jeden Fall raus. Der Trank läuft jetzt auch langsam ab. Ja, der war gar nicht so schwer. So, Tagesstern. Na gut, das können wir überspringen. Brauchen wir jetzt nicht. Das Schwert will ich mir angucken. Natürlich alles wieder Müll. Natürlich ist es Müll. Was habe ich eigentlich auch anderes erwartet? Hier komme ich her. Andere Richtung müssen wir raus. Gut, dann holen wir uns mal unsere Belohnung ab. Nee. Wir haben ja das Wasservibe auf jeden Fall jetzt hier erstmal ordentlich, den Wasservibe erstmal ordentlich eingeheilt. Upsala. Wollen wir hier. Bin ich überhaupt richtig oder gehe ich tiefer in die Höhle rein? Das kann man hier gar nicht erkennen, wa? Scheiße. Aber wir können das hier mal gucken, ob wir das noch mitnehmen können. So, Geralt? Gehst du das? Ey, sehe halt actually nichts, ne? Ich kann direkt nochmal so eine Katze einwerfen. Ich sehe halt wirklich überhaupt nichts. Da, rein damit. Aha, da ist er ja. Der ist nicht schlecht, der Trank. Noch nie gebraucht so richtig, aber jetzt, wo es drauf ankommt, da haben wir ihn auf jeden Fall. Und da hilft er natürlich auch ungemein. Ich bin froh, dass wir ihn gebraut haben und dass ich ihn jetzt nutzen kann. So, da sind wir schon wieder raus. Eine so eine Spitze. Und ich muss sagen, dadurch, dass wir natürlich jetzt auch gemacht haben, dass die Tränke, die Wirkdauer um 25%, ist noch nicht ganz um 25% erhöht, aber die Wirkdauer ist auf jeden Fall erhöht von den Tränken. Das heißt, jetzt sieht das natürlich alles ein bisschen ugly aus, ne, mit Schwarz-Weiß und so, aber das nimmt auch gleich wieder alles ab. Und dann
Ja, oder wir hauen uns diesen weißen Honig mal einmal rein. Warte mal. Wo ist er denn? Der da? Ja. Perfekt. Gut. Jetzt ist alles wieder so, wie es sich gehört. Wir müssen mal einmal oben auf diesen Berg. Da ist nämlich ein Fragezeichen drauf. Und dann holen wir uns die Belohnung ab. Aber ich muss mal erstmal gucken, wie wir jetzt hier hochkommen. Okay, das funktioniert nicht. Einen anderen Weg da hoch. Lass mal einmal gucken. Karte bitte öffnen. Ja, wir müssen einmal komplett außenrum. Einmal wirklich komplett außenrum. Das heißt, wir holen uns erst die Belohnung ab. Und gehen dann einmal komplett außenrum. Und holen uns noch den interessanten Ort. Ja, und dann können wir die Folge für heute eigentlich schon wieder beenden. Dann sind wir eigentlich schon wieder so weit, dass die Folge heute zu Ende ist. Ja. Wir dienen. Ja, York. Erledigt. Dies ist der Beweis. Was soll ich denn mit einem Meerteu... Was zur Hölle ist denn das? Ein Wasserweib. Alt und gerissen. Sie war das Problem. Ich habe in meinem Leben ja schon viel Geschmeiß gesehen. Muränen, neun Augen, Blobfische. Aber sowas noch nie. Deine Belohnung. Wohlverdient, Hexer. Wohlverdient. Danke, leb wohl. Danke. Bis dann. Ja. Ach, es geht ja hier auch eher um die Erfahrung. Oh, 187! 187! Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der, der hier rumgeiert nach Geld. Ich meine, Leute, wir haben 12k Gold, ja. Wir haben 12k Gold, also das reicht doch wirklich alleweil. So, ich gebe mein Geld schon manchmal sinnlos aus, einfach damit der Händler noch ein bisschen mehr Gold hat und dass ich noch ein paar Sachen verkaufen kann. Ich bin mal gespannt, was wir da jetzt für ein Ding finden. Es wird wahrscheinlich ein bewachter Schatz sein und es wird wahrscheinlich ein Wivern oder sonstiges, weil wir so hochgelegen sind, der das bewacht. Ich schätze einfach mal, wenn ich raten dürfte. Mord der Macht wäre natürlich auch geil. Schauen wir uns um. Das ist natürlich jetzt was, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Noch vorbei? Ne, eine fehlt noch. Entspannt. Gut. Ich hätte jetzt mit was anderem gerechnet, was den Schatz bewacht, aber soll mir auch recht sein. So, für nächste Mal. Was steht denn noch so an? Echo der Vergangenheit natürlich, ist klar. Nebenquests. Wir haben noch Hexeraufträge ohne Ende, ne? Ja, das Herz des Waldes. Das Phantom vom Eldberg. Und wir haben auch noch was in Novigrad. Wir sollten auch gucken, dass wir demnächst mal Sachen verkaufen gehen. Nochmal einmal ganz kurz ins Inventar gehen. Ich habe nämlich noch was für Plötze bekommen. 55 Ausdauer, 50 Ausdauer. Bonuskräuter. Mach denn die Wasserweib-Trophäe, Bonuserfahrung. Na, kannst du behalten. Ich frage mich, sollten wir nach Novigrad schnell reisen, um unsere Sachen an den Mann zu bringen? Weil hier haben die Leute nicht so viel Geld, habe ich das Gefühl. In Novigrad hatten wir die reichsten Händler. Die hatten teilweise 6k Gold. Komm, scheiße, machen wir einfach. Wir reisen noch schnell einmal nach Novigrad schnell und verkaufen unsere Sachen. Ja, bei Hattori und dem anderen Rüstungsschmied da am Platz des Hierarchen. Und dann ist die Folge vorbei. Würde ich behaupten. Und wir gucken uns einmal nochmal nach Waffen oben, ob die nicht noch was für mich haben, was ich gebrauchen kann. Ich bin jetzt auch einige Level aufgestiegen. Vielleicht kann ich auch was bauen. Rumtreiber. Halt die Fresse, deine Mutter ist ein Rumtreiber. So, nee, Gott ist falsch, egal. Wir können uns ja einfach hier so, zack, 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 so, Novigrad. Einmal zum Platz des Hierarchen. Aber das war gar nicht Ach, so einfach. Mann, jetzt redet der Hexer bald erfuhr, war ich den Bossen der Unterwelt Novigrads in die Quere gekommen und verschwunden.
Der zuverlässige Geralt fand heraus, dass ich im Kerker der Tempelwache hockte. Geralt und seine Freunde schafften es, mich zu befreien. Und das war auch gut so, denn ich wusste tatsächlich, was Ciri widerfahren war. Leider weilte sie schon nicht mehr in Novigrad. Ein Schwarm von Banditen war uns auf den Fersen gewesen. Dann hatte die Tempelwache uns umzingelt. Da war sie mit einem heißen Blitz verschwunden. Wohin? Wusste ich auch nicht. Gut, da sind wir. Ich glaube, wir haben diese Zwischensequenz jetzt schon häufiger gesehen als manche Leute ihre Eltern. Dort unten wollen wir hin. Zum Waffenschmied Hattori. Letztes Mal schon drauf reingefallen. Das passiert mir auch nicht nochmal. Aber warte mal, wir können auch diesen Rüstungsschmied hier einmal nochmal angucken. Boom. Erstklassige Schwerter. Jawohl. Erstmal zeigst du mir mal deine Ware. Zeig mal, was du anzubieten hast. So, kannst du nämlich den schon mal haben und den schon mal haben, den schon mal haben. Das ist nämlich alles Müll. Den ich tatsächlich nicht mehr gebrauchen kann. So, jetzt gucken wir mal. Das ist schlechter. Schlechter, schlechter, schlechter. Das sind doch alles die Waffen, die ich dir mal verkauft habe, Bro. Hundertprozentig. Erstmal reparierst du mir mal meinen Scheiß. So. Und Handwerk. Geh mal in die Handschuhe. Ist hier irgendwas aus meinem Level? Ritterhandschuhe. Oh, I like that. Warum nicht? Ansonsten kann ich nichts hiervon gebrauchen. Und die Ritterhandschuhe sind plus 11 Rüstung. Also ja. Ja, damit. Hose. 16 ist auch alles nicht mehr. Pionierhose. 8 Rüstung. Darf er so viel Resistenzen abgeben? Ich weiß ja nicht, Freunde. Ich glaube nicht. Nein. Die Pionierhose lassen wir einfach mal an Ort und Stelle. Hier irgendwas, was unserem Level passt. 23 verbesserte Katzenschulen-Ausrüstung. Nee. Nee, passt nicht. Und Stiefel. Was haben wir hier noch? Ist hier noch irgendwas, was wir für unser Level gebrauchen können? Haudegen-Stiefel. Die sind aber auch wirklich sehr viel schlechter als das, was ich habe. Wächterstiefel. Die sind sogar... Nee. Nee, nee, nee. Auch nur eine Sache gefunden, die wir brauchen können. Bis dann. Und zwar das hier. Super. So. Können wir theoretisch so eine Art Glyphe draufpacken noch. Aber doch nicht. Meine Glyphen habe ich echt wie Sand am Meer im Moment. So, einmal zum Rüstungsschmied Hattori. Zum Waffenschmied Hattori meine ich. Ups. Und dann beenden wir die Folge für heute. Bin ja mal gespannt, was der, ob der überhaupt was für uns hat oder ob der auch wieder nur Crap verkauft. Ich hoffe, der hat was Gutes für uns. Wäre natürlich ein Banger. So, mein Freund. Hallo, Tori. Grüß dich, Ape. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Möchtest du mir was anfertigen? Würdest du wohl etwas für mich anfertigen? Erstmal würde ich gerne mal einmal mit dir handeln. Und zwar kannst du das hier haben. Und der Rest, das hier ist auch alles das, was ich dir verkauft habe, ne? Oh. Silberschwert, aber da passt halt nichts rein. Ich finde das immer doof, wenn man keine Sachen reinmachen darf. Und die Armbrüste, 166, der hat wesentlich weniger Angriffskraft, ne? Dafür ein bisschen mehr Schaden. Ja, das kann ich alles leider noch nicht tragen. Sonst habe ich noch den Sattel hier, ja, den kann sauber halten. Halt Pfeile. Aber ganz ehrlich, nutze ich hier so gut wie nie. So, die kannst du mir noch nicht bauen. Das ist schade. Level 29, die ist halt noch wirklich weit weg, aber die ist halt auch wirklich stark. Kann man nicht anders sagen. Silberschwert. Kann ich nicht tragen. Ist schlechter als meins. Was ist da denn mit? Das ist sehr viel besser als meins. Wirklich sehr, sehr viel besser als meins.
macht den gleichen Schaden, nur viel mehr kritischer Trefferbonus. Ja, her damit. Das kaufe ich bei dir. Und dann wird das Ding hergestellt. Easy peasy. Einer kostet 500, das ist natürlich mal eine Ansage. So, das ist schlechter. Und ansonsten habe ich kein Stahlschwert, was irgendwie von Interesse ist, ne? Ne. Nichts, was irgendwie meinem Level entspräche. Das hier kannst du halt echt behalten, so. Alles gut. Ja, perfekt. Dann leb wohl. Bis dann. Perfekt. Ein Silberschwert. Jetzt mal Rüstungsdurchbohrung drauf. Und 2% Angriffskraft. Ja, nehmen wir auch mit. Entspannt. Ja, super, Freunde. Wir werden jetzt noch einmal kurz eine Meditation einlegen, damit wir das zum nächsten Mal hin nicht vergessen. Und was? Warum nicht? Weißer, schau mal hier drüben. Und jetzt kann ich. Gut, meine Damen und Herren, damit sind wir durch mit der heutigen Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Ich liebe dieses Spiel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein.